Okay, wenn der Ton über an eurem Fernseher liegt, ist das natürlich eine Sache, die ich jetzt nicht ändern kann. Zack, und da sind wir wieder rausgeflogen. Disconnect von Host. Der mag nicht mit uns spielen, die Sau. Oh ja. Oh, das ist sogar noch humaner Ping. 140 Millisekunden. Ha. Ja, über die PS4 macht es natürlich Sinn. Vielleicht ist auch die PS4 einfach das Problem. Es ist garantiert die PS4. Facing the Nightmare. Ah, Freddy kommt vorbei. Mit dem hat vor 2 Tagen alles angefangen. Also, all die Probleme. Seit dem Freddy-Level ging gar nichts mehr. Vielleicht, wenn wir ihn jetzt besiegen, funktioniert es danach wieder. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh, und das Hospital. Ein beknackter Charakter und eine Scheiß-Level. Irgendjemand schreit schon irgendwo. Hallo Rabe, ich weiß nicht, was du hier drin machst, aber du gehörst eigentlich nicht hier. Freddy jagt schon jemanden. Das Gute ist, dass Freddy erst jemanden in seinen Traum ziehen muss, bevor irgendwas passiert. Das Schlechte ist, vorher sieht man ihn nicht. Oh, da drüben ist eine Kiste. Die habe ich natürlich noch nicht gesehen. Ist ja optimal. Da ist natürlich die Toolbox drin, die wir gebrauchen könnten, das Ding hier zu reparieren. Supi. Ich habe das Gefühl, hier summt jemand zu laut. Und das ist wahrscheinlich Freddy. Der ausgebaute Außenbereich des Krankenhauses. Zwei Leute im Albtraum. Und das Gute ist, dass dieses Schreien überhaupt nicht großartig ablenkt.
Aber gut, was will man von einem Horrorspiel erwarten, außer ein paar Schreie und vielleicht Schlangen. Es sind immer Schlangen. Halt, Moment, das war nicht eine Chance. Hat er ihn erwischt? Schön. Wir müssen durchsuchen. Eine Taschenlampe. Wenn Freddy vorbeikommt, machen wir einfach das Licht an. Ja, ich hasse Schlangen. Warum sind es immer Schlangen? Der Generator läuft schon. Es sind nur noch zwei Generatoren, die wir aktivieren müssen. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu dem Typen, Dame, was auch immer hinkomme. Ich weiß, hier ist er irgendwo in der Nähe. Oh ja, genau. Die Richtung, die man nicht laufen sollte. Ah, wir werden gerade reingezogen. Sehr perfekt. Und wir sind drin. Gefälligst Luft. Oh, da hat jemand den Ausgang gefunden. Merkt euch die Richtung, da muss ich hin. Mach hin. Lauft, Schlampen, lauft. Pixelt, Schlampe, pixelt. Was? Die Totem stehen irgendwo rum und manche können noch einen zusätzlichen Perk haben, die dann mittels Totem entsprechend Dinge tun, sprich Generatoren zum Beispiel verbessern oder also verschlechtern in dem Fall und solche Dinge. Und wenn wir dann das Totem davon kaputt machen, ist der Perk auch weg. Aber es sind, glaube ich, 4 oder 5 Totems, die da rumstehen können. Das Schöne ist, die aufgeperkten Totems heißen dann Hex-Totems. Ja, wir haben es übrigens geschafft. Der Killer war nicht gut genug für uns. Wir sind alle 4 entkommen. Und der Host hat schon